Gott sei mit dir. Also, die Bild-Zeitung, die lenkt ja von deinen persönlichen Skandalen im Leben ab. Also, wo geht man lieber hin? Zu deinem Kanal oder zur Bild-Zeitung, um zu erfahren, was passiert ist? Denn du bist tatsächlich gerade ein Mensch, der sich für seine Mitmenschen interessiert. Der bleibt lieber in seinem eigenen Saft drin und interessiert sich nur für seinen eigenen Schutz. Und diese Bild-Zeitung ist ein ganzes Team. Das sind viele Reporter und Reporterinnen, die ihren Hintern bewegen, zu Orten gehen und recherchieren, was passiert ist. Und sie haben ein Mikrofon, sie sind offiziell. Und wenn den Leuten die Bild-Zeitung gefällt, weil sie auch sehr viele Abonnenten haben, denn wenn die Bild-Zeitung keine Kunden hätte, dann wäre sie schon längst pleite und sie hätten kein Geld mehr, um irgendwelche Artikel zu drucken. Also über die Bild-Zeitung zu jammern oder über die News zu jammern, finde ich nicht ganz richtig, weil wir kollektiv, wir bauen ja ein gemeinsames Feindbild, weil wir dadurch von unseren Problemen zu Hause uns dann ablenken. Und dann wird Mami und unsere Bros und unsere Sis uns dann nicht mehr so auf die Nerven gehen. Und unsere Nachbarn, die auch nur in ihren eigenen vier Wänden leben, die müssen auch begreiflich gemacht werden, dass die Welt größer ist als bis zu ihrem Gartenzaun. Dass hinter dem Gartenzaun noch eine andere Welt existiert als nur ihr Garten und ihre Garage. Aber manchmal erleben sie auch selber, dass sie mit dem Auto an ihre Gegend verlassen, Richtung Osten oder Richtung Westen oder hier Richtung Norden. Jedenfalls hier in Deutschland zu stehen, das ist schon eine echte Heldentat. Ich stehe noch. Das ist wirklich heftig. Ich bin ein verdammter Held, bin ich. Ich bin ein echter Last Man Standing. Und Gott ist mit mir. Gott stärkt mich. Gott, der weiß ganz genau, was ich fühle und was ich denke, was meine wahre Motivation ist. Nicht, dass ich rausgehen möchte und jemanden anfallen möchte oder einen Terroranschlag verüben möchte, denn dafür habe ich nicht meine Waffe, um das zu tun. Und ich kann auch nicht mal jemanden vergewaltigen, weil ich denke immer, wen? Die Frau, die wird mir unglaublich wehtun. Ich meine, leid tun. Und das heißt, ich müsste mir irgendjemanden aussuchen, der hinhalten soll. Und wer sollte dann dafür hinhalten? Wer? Ich muss dann alle Frauen aufschließen, weil sie mir alle dann leid tun. Und dann würde die Bild-Zeitung darüber berichten. Dieser Andreas Markov, der hat Menschen ermordet. Der hat sich interessiert für lustige Taschenbücher und für Yu-Gi-Oh! Und für Amazon Prime. Und er hat auch Luft geatmet. Er hat einen Ofen und er hat gerne Licht ein- und ausgeschaltet. Und ein Bad hat er auch. Vielleicht hat er sich dem Islam angeschlossen. Und vielleicht auch ein Schwulenhasser, weil er ein Christ war. Genau, und vielleicht ein Vater. Erkan und seine Mutter Menawar, die haben bestimmt immer beigebracht, dass man deutsche Frauen vergewaltigen muss, weil das nur Sexsklaven sind. Tor! Tor! Kennst du Carolina Mathieu? Sie macht ja auch Videos. Sie räumt ja gerne meine Scheiße auf. Da habe ich zu jemandem mal geschrieben: Spoiler ihr 40-Minuten-Video in 2 Minuten, bitte. Sag alles, was sie im Video sagt, in 2 Minuten. Deswegen, ich bin genervt über Zuschauer, die finden, dass man im Trailer was spoilern kann. Ich kann es sorry erzählen, aber mir ist aufgefallen, dass Trailer immer anders ist als der Film. Die Akzente, die Gewichte sind im Film anders gesetzt als im Trailer. Im Trailer wird sehr auf Oberflächlichkeiten gesetzt. Aber der wahre Kern geht über das Zweidrittel hinaus, nicht wahr? Ich meine, man muss ja viel Sitzfleisch
als Scham, um einen Film dann genießen zu können oder liegen zu können. Denn es ist alles nur Show. Dieser Medienzirkus ist alles nur Show. Die Wahrheit ist, dass ich voller Scheiße bin. Ich bin voller Scheiße. Voller Scheiße. Und ich bin professionell. Und ich brauche meine Medikamente. Dann sehe ich durch. Nein, nein, ich brauche keine.